Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich wieder eine Warnung aussprechen für alle, die in die Türkei fahren, die hier Urlaub machen, die hier eine kurze Zeit oder auch eine längere Zeit verbringen. Entschuldigt, ich habe irgendwie Frosch im Hals oder Husten oder wie auch immer. Es ist einfach so, dass gerade hier in Alanya, ich möchte Alanya ganz speziell auch hervorheben, ein sehr gefährliches Pflaster ist, was Autofahren, Motorradfahren, Fußgänger betrifft. Es sind wieder schreckliche Unfälle in den letzten Tagen passiert und vielleicht habt ihr auch die Nachrichten gesehen. Ich habe das natürlich schon vor 2 Tagen, war, glaube ich, dieser große Unfall, oder vor 3 Tagen ist es, glaube ich, jetzt her, in dem ein Safari-Auto, so nennt man die hier, das sind diese offenen Jeeps, die Safari-Touren in die Berge unternehmen, einen furchtbaren Unfall erlitten hat. Oder mit in der Materie verwickelt war. Es waren natürlich 2 Autos, soweit ich das in Erinnerung habe, verwickelt in den Unfall. Einfach nur ganz furchtbar, dass gerade dieser Unfall natürlich überall jetzt auf YouTube zu sehen ist, verwundert mich, weil es gibt jeden Tag hier Unfälle, also wirklich fast ausnahmslos jeden Tag schwerste Verkehrsunfälle. Und in den allermeisten Fällen sind diese Verkehrsunfälle meines Wissens, ja, Motorräder, also Motorradfahrer, die wirklich ganz, ganz schlimme Folgen davon tragen. Und ich möchte einfach warnen davor, hier in Alanya sich ein Motorrad zu mieten und damit loszufahren, weil ein Mensch, der aus dem Ausland kommt und nach Gesetz und Regeln Auto fährt, Motorrad fährt, ist hier total fehl am Platz. Hier wird oft weder auf Gesetze noch auf Ampeln oder sonstige Regeln im Verkehr geachtet. Und gerade die Motorradfahrer sind hier in Alanya, ja, wirklich, ich spreche ganz präzise von Alanya, weil es eben sehr praktisch ist, sich ein kleines Motorrad zu mieten, zu kaufen, zu leihen, natürlich, mieten, leihen, ne? Und damit durch die Gegend zu fahren. Das Wetter ist warm, es lädt dazu ein, es ist günstiger als ein Auto. Auto zu mieten ist wahnsinnig teuer hier in der Türkei, weiß vielleicht auch nicht jeder, ja. Auto mieten ist fast so teuer wie eine Wohnung sich zu mieten oder manchmal sogar noch viel teurer. Deswegen wird das ja auch oft benutzt, um damit dann auch tatsächlich Geld zu verdienen. Man kauft sich ein Auto und vermietet es dann an die Touristen. Motorradfahrer sind praktisch, wenn du in die Berge fahren willst. Es macht Laune. Ja, ich kann nicht verstehen, was da Laune machen soll, aber gut. Es werden keine Schutzklamotten getragen. Es werden auf diesen Motorrädern die Familie transportiert. Ich habe mal gesehen, und das könnt ihr mir glauben oder nicht, ja, das war vorletztes Jahr, ein kleines Kind vorne, dann kommt Papa dahinter, dann kommt ein kleines Kind hinter Papa, dann kommt Mama und Mama hat auch noch ein Neugeborenes im Arm, ein Baby, welches sie während der Fahrt, die nicht langsam war, diese Fahrt, weil wir mit dem Auto daneben waren. Also wir sind daneben gefahren und konnten quasi sehen, während sie das Baby stillt. Also sie stillt ihr Neugeborenes während der Fahrt und es sitzen noch 2 kleine Kinder mit drauf und der Papa und sie selbst. Und es ist ein ganz normales Motorrad gewesen, kein XXL-Motorrad. Ihr werdet hier
Kinder sehen, die Motorrad fahren, Jugendliche, die gar keinen Führerschein haben können. Das ist nicht selten. Allein ich habe, während ich gevloggt habe, das zweimal mitgefilmt. Manchmal haben diese Kinder dann auch noch ihre Geschwister oder ihre Geschwister mit Sicherheit, ihre kleinen Kinder mit auf diesen Motorrädern. Das Gefährliche daran ist, dass diese Motorräder total unberechenbar sind. Sie kommen aus jeder noch so kleinen Ecke und du rechnest überhaupt dann nicht damit, geschweige denn, dass du sie siehst. Ja, sie kommen aus einer Nebenstraße, sie kommen von hinten, sie kommen zwischen der Fahrbahn durch und rasen dir genau vor dein Auto. Ja, und wenn du da nicht hochkonzentriert bist und wenn du da nicht schnell reagieren kannst, dann ist der Unfall schon vorprogrammiert. Geht gar nicht anders. Und nun kommen wir mal zu den Fußgängern. Ja? Wenn ihr sagt, gut, okay, ich fahre kein Motorrad, ich muss auch kein Auto fahren, ja, ich bin Fußgänger. Ich nehme euch immer mit in meinen Vlogs, schaut euch die gerne mal an, wenn ich runtergehe, ich gehe ja fast jeden Tag runter. Und jedes Mal, wenn ich runtergehe, erlebe ich mindestens zwei Situationen, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, fast angefahren worden zu sein. Der Abstand zwischen dem Auto, was an mir vorbei saust, ja, ist gefühlt nur so wenig. Also es ist wahrscheinlich auch nur so wenig. Ihr werdet es besser sehen, weil ihr immer bei mir dabei seid. Die halten keinen Abstand, sie halten keine Geschwindigkeiten ein, sie achten nicht auf euch. Und wenn sie euch gesehen haben, dann glauben sie, das Auto so im Griff zu haben, dass sie noch haarscharf an euch vorbeifahren können. Ein großes Problem ist hier in Alanya, dass es keine Fußgängerwege gibt, so wie in Deutschland. Klar, unten an der Strandpromenade oder an den Gassen, wo die Geschäfte sind, gibt es Fußgängerwege, ja. Aber nicht hier in den Bergen. Man sieht es vielleicht, ja. Da ist eine Straße und du als Fußgänger, ne, kannst dir mal zeigen. So, da ist die Straße. Es ist halt nur eine Straße, aber es ist kein Fußgängerweg. Das heißt, wir Fußgänger, ich habe keinen Führerschein, ich kann kein Auto fahren, ich muss zu Fuß gehen. Das heißt, wir müssen am Rand gehen. So, und stellt euch mal vor, ihr geht zu zweit, ne? Und du, dein Mann und noch zwei Kinder. Ja, und wie willst du jetzt diese zwei Kinder an der Hand haltend den Berg runter oder nach unten gehen, ja, ohne dass das lebensgefährlich ist? Entweder müsst ihr wie die Enten hintereinander laufen, was am besten wäre und auch dann noch gefährlich ist. Und bitte lasst eure Kinder nicht hinten laufen, ja, bitte. Ihr müsst die Kinder hier an der Hand halten. Es geht nicht, im Entenschritt nach unten zu laufen. Es geht nicht. Es ist viel zu gefährlich. Haltet eure Kinder an der Hand. Papa das eine, du das andere oder zur Not auf dem Arm. Mir egal. Aber nicht alleine, ohne anfassen, die hier laufen lassen. Es geht nicht. Die Autofahrer passen auf sich nicht auf. Und die Autofahrer werden auf euch schon mal überhaupt gar nicht aufpassen. Geschweige denn, dass sie damit rechnen, dass da ein Kind läuft, was eventuell auf der anderen Straßenseite eine Katze sieht, sich einmal umdreht, einen Schritt auf die Fahrbahn macht und dann ist es, oh, ich will gar nicht dran nicken. Ach, gehen wir runter. Sind in der Stadt unten. Zebrastreifen. Die große D400. Autobahnähnliche Geschwindigkeiten dort. Ja, es ist Jasmine wie auf einer Autobahn. Es ist Jasmine, ist genau, heißt es auch. Ne? Manchmal ist Türkisch rutschig ab. Diese Geschwindigkeit, die auf diesen Autobahnen, ja, gefahren wird, auch wenn es keine Autobahn ist, aber die fahren wie auf einer Autobahn, die Fahrer, und wird sowas von unterschätzt, weil wir in Deutschland es überhaupt nicht gewohnt sind, dass in der Stadt, wenn wir einen Zebrastreifen haben oder wenn wir die Möglichkeit haben, durch eine Ampel oder ähnliches die eine Straße zu überqueren, sind wir nicht darauf eingestellt, dass solche Geschwindigkeiten überhaupt gefahren werden. Das heißt, unser Kopf und unser Gedächtnis und unsere Sinne unterschätzen diese wahnsinnige Geschwindigkeit, in der die Autos
bei uns sind. Du kannst, wenn du diese Straße überquerst über einen Zebrastreifen oder auch ohne, ne, machen ja auch viele, wenn da ein Durchgang ist, dann gehst du ohne Zebrastreifen rüber. Und ich möchte mal sagen, mal so nebenbei, ein Zebrastreifen ist hier, als wäre da gar nichts, weil auf einen Zebrastreifen, da achtet wirklich überhaupt niemand drauf, ob da ein Zebrastreifen ist oder nichts, ja, hat gar nichts zu bedeuten. Ein Zebrastreifen ist hier nichts, ja, wirklich, und schon gar nicht an der D400. Also verlasst euch nicht auf einen Zebrastreifen und auch nicht auf eine Ampel. Wenn die Ampel grün zeigt für euch, heißt das noch lange nicht, dass ihr darüber gehen könnt. 100-mal um die Ecke gucken, ist da ein Abbieger, der euch vielleicht nicht gesehen hat, ja? Gibt es Autofahrer, die in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit trotz grün anfährt? Oder guckt er vielleicht auf sein Handy und fährt trotzdem langsam auch? Das ist ja Wurst, ne? Ob er langsam oder schnell fährt. Aufpassen. Nicht vertrauen, wenn ihr grün habt, nicht einfach rübergehen und selbst wenn ihr rübergeht, immer noch mal nach überall in alle Richtungen gucken, wenn ihr eine Straße hier überquert. 100 Sinne, die ihr habt, müssen aufgestellt sein, ja. In vielen kleinen Straßen hier unten in Mahmoudlar oder in Alanya gibt es gar keine Ampel und es gibt auch gar keinen Zebrastreifen, gerade hier unten in Mahmoudlar, ja, habt es oft mitgefilmt. Und dann müsst ihr einfach über die Straße rübergehen. Es gibt keine Ampel und auch keinen Zebrastreifen. Und wie gesagt, selbst wenn es einen Zebrastreifen gäbe oder eine Ampel, heißt das nicht, dass es ungefährlicher ist. Überquert diese Straße mal, wenn, egal wann ihr hier in dieser Stadt seid, es ist immer voll. Und die Autos, der eine hält sich an Regeln, fährt normale Geschwindigkeit, der andere fährt sehr langsam, weil er Tourist ist und unsicher ist und sich nicht auskennt. Der dritte rast mit einer Geschwindigkeit, da könnt ihr überhaupt nicht so schnell gucken. Der vierte hat eventuell nicht auf die Straße geguckt und hat euch gar nicht gesehen, ja, weil er auf sein Handy guckt oder auf Frau oder Kind oder weil er sich am Fuß kratzt, weiß ich nicht. Es ist unwahrscheinlich gefährlich hier im Verkehr. Und am gefährlichsten finde ich, als Fußgänger hier unterwegs zu sein, auf Wegen, die keinen Fußgängerweg haben, wie bei uns hier in den Bergen. Wir müssen an der Straße entlang nach unten. Und wie oft, guckt bei euch gerne meinen Vlogs an, ich kann immer nur dazu raten, habe ich meine großen erwachsenen Kinder ermahnt, nicht neben mir zu laufen, sondern hinter mir an der Straßenseite, an der Seite, weil die Autos überhaupt nicht auf euch achten. Ein kleines weiteres Beispiel wäre fast ein Unfall passiert bei mir und Jimmy, als wir runtergegangen sind. Wir sind hier runter den Weg, der jetzt abgesperrt wurde, und dann kurz bevor der Weg abgesperrt wurde, von der Straße, der Einkaufsstraße, müssen wir abbiegen nach rechts zur Straße, die abgesperrt ist jetzt. Also eine Biegung machen. Wir wollen gerade diese Biegung machen und wir sind an der Seite. Ja, wir sind nicht auf der Straße, wir laufen auf der Seite. In einem Affenzahn kommt da ein Abbieger in unsere Straße. Aber nicht, er fährt nicht auf der Straße, er fährt ganz am Rand. Wir haben ihn nicht gehört. Es ist laut. Überall Baustellenlärm, überall Geschrei, überall Unterhaltung, überall andere Autos. Es ist hier voll Leben, ja, auch in diesen kleinen Straßen. Wir haben das Auto nicht gehört. Und er hat uns gar nicht gesehen. Es wäre haarscharf zu einem sehr schweren Unfall gekommen. Ich bin noch davor, aber das hätte überhaupt nichts genützt, ja. Also bei der Wucht und der Geschwindigkeit wären, Allah Gustetmes, ich will es nicht sagen, wir wären matsch gewesen, ja. In einer Nebenstraße, in einer Biegung, ja. Also was muss man mit einer Geschwindigkeit um eine Ecke fahren und ohne zu gucken, ob da jemand kommt? Es hätte ja auch ein Auto runterfahren. Also ich verstehe, egal, du brauchst es nicht zu verstehen, ob das verständlich ist oder nicht. Hier wird gefahren ohne Sinn und Verstand. Das ist wirklich so. Es ist hier lebensgefährlich, ob als Fußgänger, als Motorradfahrer oder als Autofahrer. Alle Sinne müssen, wenn man sich hier draußen außerhalb seines Refugiums aufhält, aufgestellt sein und richtig aufgepasst werden. Und bitte, ich überlasse es euch, darüber nachzudenken, was denn mit den Kindern ist, die sich hier aufhalten.
Wie oft sehe ich es, dass die kleinen Kinder hier alleine auf der Straße sind, ja? Also, ich werde das niemals verstehen, auch hier nicht. Wie kann man sein Kind hier alleine auf der Straße lassen? Das geht einfach nicht. Das ist zu gefährlich. Aber gut, muss auch jeder für sich entscheiden. Aber haltet eure Kinder an der Seite. Lasst die Kinder an der Feldseite laufen. Aber dann bitte auch aufpassen. Auch hier Schlangen, Skorpione und Spinnen. Bitte auch da aufpassen. Ja, bitte. Das ist wirklich eine Gefahr hier. Wir haben hier sehr viele Schlangen. Wirklich aufpassen. Ja, man muss auf seine Kinder aufpassen. Wenn wir Kinder in diese Welt setzen, dann haben wir die Aufgabe, auf sie aufzupassen und für sie zu denken, was passieren könnte. Klar, man muss jetzt keine Panik schieben, aber man muss vorsichtig sein. Und diese Vorsicht sehe ich hier überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht. Selbst Einheimische lassen ihre Kinder unten in Mahmutla mit dem Roller vorwegrollen. 5, 10 Meter vor den Eltern. Und erst vor ein paar Tagen, vor einer Woche ungefähr, nee, 2 Wochen ist es her. Ich weiß nicht, habe ich es noch mitgefilmt? Nee, ich glaube nicht. Ich habe auf mich gefilmt und ihr habt das nicht gesehen. Ein kleines Kind, 3 Jahre, auf so einem Tretroller, die Mama 10 Meter da hinten und der Junge fährt auf die Straße, ohne zu gucken. Das Auto bremst ab wie wahnsinnig. Also weder das Kind noch der Autofahrer haben damit gerechnet. Ja, und die Mutter von hinten, hey, was machst du denn? Du sollst das doch nicht machen. Hallo? Also du kannst doch dein Kind unten in Mahmutla nicht mit dem Roller vorwegfahren lassen, 5 Meter. Du, so schnell kommst du doch gar nicht zu dem Kind hin. Es hätte auch ein Motorradfahrer auf dem Fußgängerweg fahren können. Du musst das doch vorausdenken. Du bist doch auch Türkin, das weißt du doch. Naja, egal. Also ich kann mich da immer nur, ich kann mich nur wieder an den Kopf immer wieder fassen. Und es ist jeden Tag passieren hier. Mit Motorrädern, ganz besonders mit Motorrädern, die schwersten Verkehrsunfälle. Jeden Tag. Kennt ihr eine Stadt, wo klein wie hier jeden Tag schwerste Verkehrsunfälle passieren? Wirklich schwer mit, ich will nicht sagen, was alles passiert ist. Könnt ihr jeden Tag in den Nachrichten in Alanya verfolgen? Und das ist nicht nur hier in Alanya so, auch in anderen Städten. Der Verkehr in der Türkei ist einfach überhaupt nicht mit dem deutschen Verkehr zu vergleichen. Und deswegen unterschätzen wir die Gefahr. Achtet, wenn ihr Auto fahrt, auf die Motorradfahrer, die hier überall in jeder Ecke aus jeder kleinen Mini-Ecke kommen die an euer Auto herangesaust. Ist denen völlig wurscht, ob da was passiert, ob man euch gesehen hat oder nicht. Aufpassen. Niemand passt auf euch auf, wenn ihr nicht auf euch selber aufpasst. Niemand. Ja? Und das muss man einfach wissen. Und passt auf, passt auf, passt auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.